Der grüne Wald brennt. Ich befinde mich am Hüttenweg. Hier ist gestern ein Munitionslager in Brand geraten. Spezialfahrzeuge sind im Einsatz, um die Gefahrenlage am Sprengplatz zu begutachten. Der Sperrkreis rund um die Brandstelle im Berliner Grunewald bleibt vorerst bestehen. Die Autobahn, A-Bus und Schienenverkehr sind weiter gesperrt, da Detonation und auch Trümmerflug nach wie vor möglich sind. Um die 50 Hektar Fläche brennen auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald. Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen auf einen Sprengplatz der Polizei ausgebrochen. Dort lagern bis zu 50 Tonnen Kampfmittel und Feuerwerkskörper. Der Einsatz sei schwierig, weil weitere Explosionen möglich seien, so der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, Thomas Kirstein. 150 Kräfte der Feuerwehr waren am Freitagmorgen noch im Einsatz. Hinzu kamen zahlreiche weitere von Polizei, Bundeswehr und technischem Hilfswerk. Die aktuelle Lage hat sich im Prinzip unwesentlich verändert. Wir sind aber gerade dabei, dort ein neues Lagebild zu erarbeiten. Also zumindest die Berliner Feuerwehr und die Bundeswehr sind jetzt vorgerückt bis zu dem Munitionsobjekt. Und wir rechnen damit, dass wir im Laufe des Tages dort eine neue Einschätzung bekommen. Ich glaube, das wurde auch gerade vom Pressesprecher der Feuerwehr hier gesagt, dass der Sperrkreis dann unter Umständen verkleinert werden kann. Was ist die größte Herausforderung jetzt? Die größte Herausforderung ist jetzt wirklich, den Sperrkreis zu verkleinern, also die Sicherheit herzustellen, dass die Löschkräfte dann auch wirklich an das Waldbrandgeschehen herankommen. Im Moment kommen wir ja noch nicht mal ran. Wir können nur von den Wegen, die Sie hier sehen, mit den Wasserwerfern versuchen, den Wald etwas feucht zu halten, damit diese Bodenfeuer nicht weiterlaufen. Jetzt hat es ja ein bisschen geregnet, aber es ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da reden wir lieber nicht drüber. Aber ich habe gesehen im Wetterradar, dass um 15 Uhr ungefähr Gewitter mit deutlich mehr Regen erwartet werden. Und das wäre natürlich eine echte Hilfe. Und wie gefährlich ist denn der Wind, der aufkommt wahrscheinlich? Ja, der gefällt mir gar nicht. Also weil Wind ohne Regen, das ist kreuzgefährlich, weil dann aus diesem Bodenfeuer auch Vollfeuer entstehen können. Das haben wir ja gerade in Brandenburg gesehen. Dort ist das ja passiert, ein Gewitter ohne Regen. Und dann hatten die dort ganze Bäume in Brand. Und das möchte ich mir um Himmels Willen für den Grunewald nicht vorstellen. Wissen Sie denn als Förster, wie viele Lager es hier noch gibt, wo die Munition gelangt? Nein, also der Sprengplatz, das ist ein Objekt hier mitten im Grunewald, der in den 50er Jahren angelegt wurde. Andere Lager in dem Sinn gibt es nicht. Was es aber hier gibt, ist natürlich Fundmunition aus dem Weltkrieg II. Mit denen haben wir in ganz Berlin noch zu tun, im Ostteil noch deutlich mehr als hier. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Übungsplätze von den ehemals Alliierten, die auch meist ja im Wald liegen. Also da gibt es schon noch Munitionsverdachtsflächen und da müssen wir auch beständig dran arbeiten. Man kann trotzdem von Glück sprechen, dass nicht so viele Anwohner hier in dem Umkreis wohnen. Das ist richtig. Das war ja ein Gesichtspunkt, warum die damaligen Alliierten diesen Sprengplatz hier angelegt haben. Ja, um eben Abstand zur bebauten Siedlung zu haben. Und in der Regel schützt der Wald ja auch. Und ich sag mal, ich habe es gestern Abend auch im Fernsehen gesagt, es ist ja seit 70 Jahren nichts passiert. Was jetzt hier konkret gelaufen ist, das wissen wir noch nicht. Ja, wir hoffen, dass wir das noch rausbekommen und dass eben auch die Polizei, also der feuerwerkstechnische Dienst dort, dann daraus Lehren zieht und welcher Fehler offensichtlich passiert ist. Also es weiß keiner. Das finden wir noch raus. Dankeschön. Bitteschön. Ob der Sprengplatz der Polizei im Grunewald an der richtigen Stelle ist, diese Diskussion wird in den folgenden Wochen stattfinden müssen. Jetzt wünschen wir den Einsatzkräften viel Erfolg bei der Bekämpfung des Feuers und der Sicherung des Sprengplatzes.